Kampf Fulmen. Also er hat 30 schon abbekommen. 38 Trefferpunkte, ja, das ist machbar. Und anscheinend misslingen deren Zauber sehr häufig. Also ja, auf den ersten Blick dachte ich echt, es wäre mit uns geschehen. Weil die gleich alle einen vollen Liktus schmeißen und unsere Helden nach und nach sterben. Aber so sieht's doch ganz gut aus. Das heißt, jeder schnappt sich erstmal ein. Du wirst gleich noch einen vollen Liktus. Oder nee, du gehst mal hinter Gerugon. Versuchst dann zu schießen. Und nächste Runde zauberst du einen Acceleratus. Du zaubern Kampf Ignifaxius auf den 7, auch wenn das knapp werden könnte mit der Astralenergie. So. Und du haust einfach drauf zu. Du auch. 20 Trefferpunkte. Ja, das ist ordentlich. Du greifst den an. Müssen wir gleich mal gucken, ob Talana noch Zaubertränke im Inventar hat. Also ja, müsste sie eigentlich, aber muss sie erstmal in die Hand bekommen. Du, Bewegung, Acceleratus auf Gerugon. Magisch beschleunigt. Schöne Sache. Zurück. Ja. So, Gegenstände. Gegenstand wechseln. Starker Zaubertrank. Gegenstand benutzen. 30 Astralenergie. So, ich glaube, den hatten wir schon mal getroffen mit dem Ignifaxius. Das heißt, der nächste geht auf einen anderen. Dann machst du am besten mal Platz. So, du darfst nochmal hauen. Sehr schön. So, zaubern. Kampf. Ignifaxius auf den hoffentlich nicht angeschlagenen mit Maximum. In Kende. Angriff. Drauf da. Schöne Sache, Terek. Oh, da will einer fliehen. Gwendolyn kommt nicht hinterher, also greift sie weiter an. Und Yallen ist geblendet. Aber du kannst ihm in den Rücken schießen. Sauber. Ja, wenn unsere Elfen für etwas bekannt sind, dann fürs ins Rücken schießen. So, Angriff auf den. Schon sind so noch zwei Priester. Auch wenn das etwas skurrile Priester sind, die zu so einem Haufen grüner Sapsche zerfallen. Aber ja. Du sparst die restliche Astralenergie und du hilfst Gwendolyn. Kannst du von da aus schießen? Ah, sehr schön. Oh, Verstärkung. Oh no. Aber es ist ja nur einer. So, du schießt wieder. Und du wartest ab. Du läufst ganz schnell mit 9 Bewegungspunkten da hinten. Und du solltest aus dem Pfeilhagel raus, der gleich von den Elfen kommt. So, Angriff. Einen Schritt vor und schießen. Autsch, der ist jetzt schon ein etwas anderes Kaliber. Er versucht gar nicht erst zu blenden. Oh, das ist ein Hohepriester. Okay. Trick. Stell dich mal absichtlich in den Weg. Damit vielleicht auf dich gezaubert wird und nicht auf die Elfen. Die sind ja schon ein wenig angeschlagen. Schöner Treffer von Gerugon. Und gleich noch ein hinterher. Sehr, sehr schön. Hufala. Dann guck mal, was da drin ist. Schloss knacken. Eine goldene Wurfaxt? Nicht ernsthaft, oder? Münzen im Wert von 4 Silberstücken? Das ist albern.
Hier ist nichts mehr zu holen. Eine goldene Wurfaxt. Jetzt sagt mir nicht, dass das die Sternschweife ist. Talana? Weil die soll auch in dieser einen Ork-Binge oder Ork-Feste verschollen sein. Na gut, gucken wir mal. Zauber sprechen. Hellsicht. Analyse. Auf. Wo ist das Ding? Wurfaxt Gold. Nuda Structura Magie. Kann nichts Besonderes erkennen. Na gut, das heißt nicht unbedingt etwas. Sie konnte auch bei Grimring nichts Besonderes erkennen. Aber magisch müsste das Ding doch sein, oder? Also nochmal Zauber sprechen. Hellsicht. Odem Arcanum. Wurfaxt Golden. Odem Arcanum Sensere. Die Wurfaxt Golden ist nicht magisch. Dies ist eine Wurfaxt Golden. Der Material wird etwa 4 Dukaten, aber der eigentliche Wert ist ja ein ganz anderer. Oh. Ja, diese kleine Randnotiz hier lässt schon andeuten, dass es wirklich Sternenschweif sein könnte. Deswegen behalten wir die auf jeden Fall schön sicher hier bei Talana. Die Wasserflasche kann weg. Ein, zwei normale Zaubertränke sollten wir jetzt auch trinken, damit wir vorbereitet sind für einen etwaigen weiteren Überfall von den Priestern. So, die können wieder alle weg. Ja, wegwerfen, ja. Wegwerfen, ja. So, irgendjemand, der noch irgendwie verarztet werden könnte. Lebensenergie von Jallen ist ziemlich runter, das stimmt. Dann nimm nochmal eins. Ein Wisselkraut, ein paar Einbeeren. Wir müssen ja nicht immer die teuren Wisselkräuter nehmen. So. Du bist voll, du bist voll, du bist voll, du auch. Nö, sonst sieht es soweit gut aus. Astralenergie bei Mürrim vielleicht noch. Fehlen nur 15. Da trinken wir doch mal einen normalen Zaubertrank. Dürfte das auch reichen. So, zurück. Ja, Talana ist halt recht weit unten. Wir könnten noch einen normalen Zaubertrank trinken, aber das bringt fast gar nichts. Und diesen starken Zaubertrank gebe ich doch lieber auch mal Mürrim. Talana. Damit sie im Notfall ganz viel Schaden verursachen kann. Na komm, den trinken wir jetzt auch noch. Sobald wir hier draußen sind, werden wir schon irgendwie wieder an Dukaten kommen und uns Zaubertränke kaufen können. Also, wir haben eventuell gerade Sternschweif gefunden. Wo auch immer wir die jetzt hinbringen müssen. Eigentlich wollte ich sie ja in einen Tempel bringen und nicht aus einem Tempel rausholen. Also da ist wieder diese eine komische Wand. Gucken wir uns die doch mal an. Sieh mal einer an, entferntes Gwendolyn, eine Geheimtüre. Sagt eigentlich die Karte. Die Karte ist schön übersichtlich. Ich werde gleich trotzdem mal testweise ein ich dachte schon, es wäre ein Gegner. Trotzdem mal testweise ein Penetritzel werfen, um zu gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Das hier sieht irgendwie wie ein Hauptkorridor aus. Ja. Also so verschmückt wie das oder geschmückt wie der Gang hier ist, könnte das zum eigentlichen Tempel gehören und nicht zu dem Schatzkammerbereich oder dem Abstellbereich hier hinten. Also gehe ich kurz zurück und folge dem Weg hier, der so ein bisschen rustikaler aussieht. Noch eine Tür. Schloss knacken. Drei Mumien. Da spare ich jetzt mal die Astralenergie. Und mach Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. Und Mürrims Bogen ist zerbrochen. Okay. Nicht gut. So, und jetzt gucken wir, wovon ich hier in den anderen Bereich komme. Nö, hier flackert keine Wand. Ich gehe trotzdem einmal alle Wände ab. Vielleicht meldet sich ja Gwendolyn oder Mürrim nochmal. Aber sieht nicht so aus.
Okay. Dann gehen wir halt hierher zurück. Und ich werde da mal ein Penetrizel zaubern. Also Osten. Links abbiegen. Links wieder durch. Und da in die Ecke. Zaubern. Talana. Hellsicht. Penetrizel. Signum et lapis. Misslung. Dafür sind die Astralenergie-Punkte, die Astralpunkte gar nicht runtergegangen. Jedenfalls sah es nicht so aus. Mal gucken. Penetrizel. Lignum et lapis. Scheinbar hat es funktioniert. Und wir sehen schon mal da einen Raum. Also falls wir da nicht über diesen Weg hinkommen, sollten wir mal nach Geheimgängen hier irgendwo gucken. Verlassen. Und den regulären Weg mal gehen. Da ist schon mal eine Geheimwand. Da geht's weiter. Aber ich schaue mir lieber erstmal die Geheimwand an. Hier? Schon wieder eine Geheimtüre. Wo sind wir hier bloß hineingeraten? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ist ja alles schön geschmückt. Aber welchen Zweck erfüllt das hier? Kann man da was drücken? Nee. Oh. Euch kenne ich doch. Kennen Sie schon die Schicksalsklinge? Steht da auf der Tafel. Was soll das denn? Fragt Gwendolyn indigniert. Schicksalsklinge, sowas. Ist doch klar, meint er jemand aus der Gruppe. Das war doch der erste Teil der Nordland-Trilogie von Attic und Fanpro. Hast du die einfach nicht gespielt? Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Gibt's nach wie vor im gut sortierten Softwarehandel. Das stimmt sogar. Jedenfalls die Neuauflage. Trotzdem lustig, dass sie für ihre eigenen Spiele hier Werbung einbauen. In einem Fexenstempel. Aber ja, wenn nicht in einem Fexenstempel, wo dann? Gwendolyn erkennt plötzlich vor euch eine Fallgrube. Vorsicht, warnt sie den Rest der Gruppe. So, aber bevor wir jetzt weitergehen, speichern wir erstmal kurz ab. Neu? Ja, sicher. LP 019. Und wir sehen uns gleich wieder.